Jo, was geht ihr Coolen? Ich hoffe, bei euch ist alles klar. Bei mir auf jeden Fall. Wir befinden uns hier gerade bei dem Restaurant bzw. bei dem Stop, wo sich alle Motorradfahrer treffen. Und jetzt zeige ich euch mal diesen Roller da drüben. Und das ist, glaube ich, der schnellste Roller, den ihr jemals gesehen habt. Was ist das für ein Roller? Yamaha X-Max 300. Yamaha X-Max 300. Und aber modifiziert auf 450 Kubik. Ach krass. Also ist kein 300 Kubik Motor mit drin? Also komplett gemacht. Wie viel Geld hat er da reingesteckt? Eine Million? Also eine Million Watt? Alles, nicht nur Motor, alles. Wie viel sind eine Million Watt? 30.000? Ja. 30.000 Euro. Diese CNC-Rembos, das ist ja hier ein Betrieb, kostet 20.000 Watt. Da kannst du ja einfach abmachen. Ach krass. Also die Bremsen eigentlich ist bei AP4 dran eigentlich, weißt du? Ach krass. Und, bei der BMW? Ja, genau. Ja. Das rote Loch, ich weiß nicht, wie die das in Deutschland nennen, aber ist auch CNC und das. Ist ja auch alles Carbon hier, wa? Hier Carbon, hier Carbon, ja. Hier oben Carbon, hier Carbon. Krank, Alter. Das ist auch perfekt gemacht und du kannst direkt, einfach du Lehnen mal, kannst direkt in den Motor reingucken. Guck mal, den Ansatzstück bleibt. Ja, mach mal Licht an. Dann sieht man das auch besser. Kannst du bis in den Türen reinmachen. Alter. Alter, da siehst du ja alles, ey. Das ist ja unglaublich. Wie lange hat er die Maschine schon? Kannst du ihn das mal fragen? Nee. 3 Jahre. 3 Jahre? Und fährt er nur Roller oder auch Motorrad? Er hat eine A1 auch. Eine R1? Eine R1, ja. R1, ja. Er hat mehrere Roller. Ach, er hat das halt als Job. Ah, okay. Also er tunt immer wieder die Roller auf. Oh, heftig, Alter. Und du sagst, der fährt GPS gemessen über 200. Ja, genau. Voll nett von ihm, Alter, dass er mich jetzt einfach hier mit fahren lässt. Boah, ich muss so pinkeln. Digga, einfach auf dem Roller, ey. Digga, geht der ab. Geht der ab wie Schmitzkatze. Oh, ich weiß gar nicht, wo der Blinker ist hier. Digga. Ey, da musst du ja schon aufpassen, dass das Hinterrad nicht durchdreht. Digga, ist das krank? So, jetzt müssen wir hier nochmal Stoff geben. Let's go! Shit, ey. Holy shit, auch mit der geilen Tachoanzeige hier. Alter, das ist ja mal ein Teil, ey. Also das ist der heftigste Roller, den ich jemals gefahren habe. Hört ihr das? Alter! Digga, Thailand ist so anders. Oh, scheiße, jetzt ist er ausgegangen. Oh nein. Warte, was muss ich machen? Oh, okay, er geht wieder. Ich hatte kurz schon Angst, dass er nicht wieder anspringt und ich da einfach stehe. Okay, wir stellen uns mal einfach ganz kurz hier hin und warten, dass nichts kommt. Okay, ich bin bei null. Und 100. Bam! Digga, so schnell auf 100 gewesen. Holy shit. Alter, als wenn der auch irgendwie einen Turbo drin hat oder sowas. Na, drängelt da eh, ne? Ja, pass auf. Bin ich weg. Alter, ist das eine Power. Digga, absolut brutal das Ding. Brutal. Also das ist ja bestimmt in 4 Sekunden auf 100. Ja, das Ding geht richtig ab. Alter, ich hatte, also am Anfang dachte ich nicht, dass das Hinterrad durchdreht, ja. Weil es so viel Power war. Du kannst damit Wheelie mitmachen, ganz easy. Kannst du damit Wheelie machen? Ja, ganz easy. Wie viel PS hat das Ding, wenn es 450 Kubik hat? Ungefähr 50 PS. 50 PS. Aber für den Roller ist das schon ziemlich viel. Ja, auf jeden Fall. Es geht weiter mit dieses Schmuckstück. Was ist das für eine? Also das ist eine Kawasaki Victor SE 150 und ist ein bisschen so aufgemotzt. So. War früher mal so richtig beliebt in Thailand, aber in den 90ern. Ne? Ah, okay. Also so eine Ikone aus den 90ern. Ja, genau. Und die ist halt jetzt so ein Sammler. Ist aber ein Motorrad. Ja. Ja? Okay. weil die Reifen so klein sind, ja. Also sowohl vorne als auch hinten. Guckt euch mal den Hinterreifen an.
Wie ein Fahrrad halt. Also der Hinterreifen ist ja eigentlich schon klein. Unglaublich. Was hat er alles gemacht an der Maschine? Kompletten Motor gemacht. Also Motor und ein paar Sachen gekleant, dass das halt clean aussieht. Ja, man sieht schon so hier, dass alles sehr, sehr clean ausschaut. Ja. Und wie viel PS hat die jetzt? PS? Hat er noch nie getestet, aber ich schätze mal über 30 locker. Über 30 PS? Ja. Und die fährt über 200? Ja, hat er gesagt. Wink vom Räuber. Ja. Das Problem ist, dass das Tacho geht nicht. Ey, die wiegt doch bestimmt 70, 80, 90 Kilo? Ja, 40 Kilo. Dann legen wir mal los. Digga, ist das ein kleines Ding. Wie ein kleines Spielzeug ist das. Warte mal, ich krieg die selber an. Ja, siehst du? Ach so, die muss man kicken, wa? Ja, muss man kicken. Ah, hier. Oh Gott. Ich sehe schon, mein Bein pfeffert gleich neben meinem Ohr vorbei wegen dem Rückschlag. Oh, fast. Fast. Do I need to throttle? Muss ich Gas geben? Nee. Nimm dir. Ein bisschen nur, ganz klein bisschen nur. Bisschen Gas geben? Bisschen Gas geben, ja. Warte, ich krieg's hin. Jawoll! Einfach die Ikone aus den 90ern hier. Weiß gar nicht, gibt es Licht? Ne. Nee, ich glaube, die fährt man ohne Licht. Also, was haben wir denn hier? Hier haben wir, unten kann ich nicht lesen, aber ein DBS-Auspuff. Noch nie gehört, keine Ahnung. Und schon saftig. Make Money steht hinten drauf. Und, gehen die Blinker? Geht überhaupt irgendwas hier? Nö. Also, keine Spiegel, keine Blinker, kein Licht, aber geiles Teil. Gut, dann fahren wir mal weiter. Ich muss Karre richtig hochdrehen, sagt er. Das machen wir jetzt mal. Mal gucken, ob wir in Begrenzer kommen. Oh, die ist ausgegangen und das Hinterrad hat blockiert. Ich glaube, ich bin im Begrenzer rein und dann ist die ausgegangen. Hast du gemerkt, wie das Hinterrad blockiert hat? Ja, ich glaube, die ist am Arsch. Keine Ahnung. Ah, die ist nicht kaputt, oder? Ey, ich hasse es, andere Maschinen zu fahren. Ich habe immer Angst, dass ich die kaputt mache. Schieben zurück am besten. Zurückschieben? Ja. Oh no, oh nein, was soll der von mir denken? Oh Digga, ich hätte mich fast hingepackt. Die Probefahrt nahm ein schnelles Ende. Ich werde jetzt zurückgeschoben von ihm. Das ist unangenehm. Hello. Hallo. Oh. Jetzt hauen sie mir zu dritt auf der Fresse. Ich gehe mal erstmal hier hin. Sorry. Vielleicht geht's auch einfach wieder an. Oh, hab ich mich erschrocken dabei. Also, du hast so gedriftet. Ich hab, ja, der ganze Arsch ging mir weg. Ich war auch ziemlich schnell gewesen und auf einmal ging der Motor aus und ich glaube, deshalb hat das Hinterrad blockiert, weil ich noch im zweiten Gang drin war. Oh, jetzt wird er selber angeschrien. Und alle? Nee, nicht? Okay. Er hat noch eine gebracht zum Testen. Alter, die ist ja noch kleiner. Also woran lag das jetzt genau? Dass das Benzin vom Tank nicht runtergeht in den Zylinder? Ja, und deswegen ist es einfach... Oder Vergaser? Was ist das? Ja, genau, Vergaser. Vergaser. Vergaser ist kein Benzin, aber ein Tank hat Benzin. Okay, und deshalb ist er auf einmal ausgegangen. Ja. Ah. Der Bruder hat sich dazu entschieden, weil es so gut mit dem Bike jetzt funktioniert hat und ich das kaputt gemacht habe, dass er mir jetzt auch noch das Bike gibt. Das ist eine Honda. Digga, was ist das überhaupt? Eine Honda 125R? Noch nie gehört. Sieht absolut verrückt aus, dieses Teil. What the fuck? Guckt euch mal diesen schmalen kleinen Hinterreifen an. Auspuffanlage, da hauen sie immer dick einen rauf. Dann probieren wir das mal. Das wiegt doch wahrscheinlich auch gar nichts, oder, dieses Ding? Ja, okay. Das ist wie ein kleines Pitbike. Versuchen wir das Ding hier mal anzukicken. Digga, ist das ein kleiner Stummellenker hier. Da will ich ja am liebsten schon nur mit meinen Fingern anfassen und gar nicht so richtig rumgehen.
Oh Gott, Digga. Ich will nicht drauf gehen. Oh Gott, ist das wackelig? Ist das wackelig? Digga! Digga, ist die wackelig? Oh, ab in den zweiten? Oh Gott, oh Gott. Also man merkt, wie schmal diese Reifen sind. Gib ihm! Oh Gott! Oh! Ich hab richtig Schiss! Ich hab richtig Schiss hier auf dem Ding! Also hier geht auch nichts. Wilder KMH-Anzeige. Ich glaube, ich muss ein bisschen mehr schalten. Boah! Oh Gott, man merkt jede Bodenwelle. Aber geilen Sound. Oh Gott, ist das eine Wackelpartie hier. Oh, man muss echt viel schalten. Geht's noch einen Gang hoch? Ja. Oh Gott. Let's go. Ist das ein kleines, lustiges Ding, ey. Aber ich baue langsam Vertrauen auf. Also obwohl... Oh, oh. Oh, bitte nicht Spurwechsel. Also obwohl die Reifen so klein sind, wenn man erstmal, das ist total instabil und wackelig, je langsamer man ist, aber je schneller man wird, desto stabiler wird es eigentlich auch. Oh Gott, bitte, bitte, Gott, ich hoffe, der hat alle Schrauben festgezogen. Mir ist ja schon die Gabelbrücke rausgeknallt und seitdem habe ich so einen Schiss, vor allem bei solchen kleinen Bikes hier. Zweiter, let's go. Dritter, zu Ende. Vierter, zu Ende. Fünfter. Oh, Scheiße. Zu Ende. Sechster. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Bitte, lieber Gott. Lass mich leben. Was ein Teil, ey. Das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Und wir sehen uns in alter Frische im nächsten Video wieder. Bis dann, ihr Coolen. Haut da rein. Alle Honda Boys, seid gegrüßt. Bis denn. Tschau. Yo. Look, I ain't saying that I'm rich, cause if I'm honest, I have never been. But when I look at all these other kids, I feel just a little bit ahead of them. You should know the business is competitive. There's a lot of people that I'm better.